Eishockey-Freunde, 360 Grad, mein Rückblick. Erste Playoff-Runde, Spiel Nummer 1 ist in the books. Geile Highlights und wir schauen da jetzt mal unbedingt rein. Sonne scheint mal wieder, ich sitze beim Mittagessen, dann denke ich da einfach an das Tor von Maxi Kamara. Rückhand, Pfosten, rein. What a goal. Auf Maxi Kamara, der ist da durch. Abschluss, erster Treffer in diesem Spiel. Maxi Kamara. Landon Ferraro, Kölner Haie. Seit 2014 hat der Typ keine Playoffs mehr gespielt. Selbst seine Frau, ja, die war auch angespannt. Me and my wife were talking about that last night. I was a little excited trying to get to sleep, but no, it's good to be back and it's good to have a good start like this. In den Playoffs gibt es natürlich auch das Fernduell in Sachen Maskottchen. Sharky versus Pookie. Pookie ist on fire, der tanzt hier mal richtig. Vorbei! Köln gewinnt 4-3 in einem dramatischen ersten Spiel. Und die Düsseldorfer EG gewinnt in der ersten Playoff-Runde ihr Spiel in Nürnberg ohne ihren Headcoach Harold Kreis. Fischbuch, Antwort DEG im Powerplay. Fischbuch zum 3-1 für Düsseldorf. Ja, ist wurscht. Was machst du sehr gerne zu trinken? Ist mir wurscht. Was machst du sehr gerne zu essen? Ist mir auch wurscht. Nächstes Spiel gewinnen wir. Ganz Eishockey Deutschland muss sich ja eigentlich bei einer Frau bedanken, dass Patrick Reimer, The GOAT, weiterspielt. Nämlich bei Frau Reimer, oder? Ich habe nach wie vor riesig Spaß am Spiel und das weiß er auch. Und da gab es eigentlich keine großen Verhandlungen. Grandiose Playoff-Stimmung natürlich auch in Nürnberg, Playoff-like. Aber wie ihr wisst, Donnerstag geht's weiter, Spiel Nummer 2. Und deswegen alles wurscht. Ja, ist wurscht. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.